Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem Replay in der Shimakaze, eingesendet von Kettenabrieb. Auf dem Wasser gibt's keinen Kettenabrieb, das finde ich schon mal gut. Oh, wir haben hier einen kleinen Fehler. Heute ist ein spezielles Replay. Normalerweise suche ich keine Replays aus, sondern ich nehme sie zufällig aus den ganzen Einsendungen. Dieses Replay wurde mir aber im Laufe eines Streams quasi angekündigt, mit der Bitte, es zu zeigen, mit dem Vermerk, dass Kettenabrieb hier den Serverrekord, was den Schaden betrifft, geknackt haben könnte, möchte. Oha. Da habe ich mir gedacht, okay, was ist denn der Serverrekord bei einer Shimakaze, der geknackt werden hätte können? Da habe ich kurz nachgeschaut, das sind, zumindest bei der Anzahl an Gefechten, die notwendig sind, um gelistet zu werden bei der Shimakaze, ein Schaden von 392.000. Holy moly, das muss man erstmal auf sich wirken lassen. Das möchte Kettenabrieb hier nicht nur erreicht, sondern tatsächlich geknackt haben. Da bin ich gespannt. Bin gespannt, was da schlussendlich rauskommt bei den wichtigen Basics B. Was rauskommt bei den generellen Credits. Was das restliche Team gemacht hat. Wir sind hier in einem reinen Stufe 10 Gefecht. Wir haben eine Wusta, also wir haben Radar. Wir haben eine Minotaur, theoretisch mit Radar. Zwei Schiffe, die relativ grausam sind gegen einen schlecht gespielten Zerstörer. Und da kommt eine Klever mit rein. Eine andere Shimakaze mit gleicher Aufdeckungsreichweite und eine Venezia, die, wenn sie den trifft, richtig reinhämmert. Und da bin ich jetzt ganz besonders gespannt, wie, was, wo passiert. Und es sitzt, was ist da los? Kettenabrieb fährt hardcore rein. Er hält die Kleber mega offen. Torpedo Dodge incoming. Er schießt nicht. Smoke geht. Ja, ansonsten wird es jetzt bitter. Yamato ist hier. Smolensk ist hier. Was ist das für ein Gefechtsstart? Da sind noch 7000 Leben. Ist es das falsche Replay, das eingesendet worden ist? Ist es das richtige Replay, das eingesendet worden ist und nur der übelst beschissene Start? Man weiß es nicht. 2 DDs übrigens und die Z52 fährt natürlich zu C. Wir dürfen gespannt sein. Wir haben Nebel mit. Wir haben Heat Boost mit. Die Reparatur ist Standard. Und that's it. Das war's. Die 12 Kilometer Torpedos mit 23.767 Schaden. Ah, 67 Knoten, 1,7 Kilometer Aufdeckungsreichweite. Ist praktikabel. Aber hier gibt es keinen. Und wir haben schon 66% verloren. Und da ist höchstwahrscheinlich, ist das die Venezia gewesen, die hier ein Torpedo mitgenommen hat. Steht die Smolensk noch im Nebel? Sieht so aus. Ein Torpedo hat sie bekommen und sie stand noch im Nebel. Und wir haben erobert. Und willkommen Z52. Oha, da hat eine Yamato noch ein Torpedo genommen. 40.000 Schaden. Steigend, 3 Flutungen, 3 Treffer. Das ist angenehm. Das ist mehr als nur angenehm. Hier wurde er jetzt einmal gelöscht. Und da bin ich gespannt. In 38 Sekunden haben wir wieder die Torpedos. Und ich kann so langsam erkennen, woran das vielleicht liegt, dass man auf einen hohen Schaden kommt, wenn das Groß des Gegnerteams hier, 6 Schiffe, Kleber inklusive, die schafft es vielleicht noch in den zweiten Wurf hier reinzufahren, wenn sie richtig Speed gibt. Und natürlich quert. Aber die 6099, die machen mir ein bisschen Sorge. Shimakaze, ein Schiff, das ich gerade erst erfahren habe. Noch kein einziges Gefecht darauf gespielt. Noob himself, was Torpedo-DDs betrifft, weil eine ganz, ganz andere Spielweise. Etwas, wo man wissen muss, wie die fetten Pötte fahren, wie man idealerweise wirft. Und da kommt die Kleber wieder an. Die schießt irgendwie niemand. Es ist ein Inselgekämpfe. Tatsächlich 6 Schiffe an den Inseln, auch die Z52 fährt nonchalant außenrum, um hinter der Insel einmal kurz. Das muss man sich einmal ansehen. Bitteschön. Action Inside, weil Outside gibt's keine. Das war jetzt genug vom Blame. Ein schlechter Namenswitz. Naja, bin gespannt. Diese Position, die die Z52 versucht einzunehmen, wäre ideal für die Shimakaze, weil
Natürlich winkeln alle Schiffe an gegen Feindbeschuss hier vom großen Kurfürst von Kremlin in B6, B7 etc. Ergo würden sie breit zeigen, wenn wir jetzt hier bei der Kleber rauskommen würden. Aber die Kleber kann offen schießen. Was? Warum? Stehend offen schießen. Nimmt sie einen Torpedo mit? Oh, da ist... das war ein fehlerhafte Anzeige. Beim Torpedo anzeigen lassen. Deswegen hat man nichts gesehen. Das war alles gedreht. Die Kleber hat einen genommen und die Minotaur hat ebenfalls einen Torpedo genommen. Man sieht es unten, die war in E8. Der Rest ist noch einmal davongekommen. Die Smolensk, wie es aussieht, auch. Und die Kleber, wird sie davonkommen. Die Z52 ist jetzt nicht unbedingt jemand, der sehr gut trifft, wie es aussieht. In der Insel kämpfen und Z52 spielen. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Das ist in zweifacher Hinsicht jetzt schon ein Highlight und dann noch vielleicht ein mögliches Highlight. Nun ist natürlich unsere Shimakaze, unser Kettenabrieb offen. Das bedeutet, die Feinde sehen, dass wir hier kommen. Yamato ist schon auf Fluchtkurs. Die Venezia und die Hindenburg ergreifen die Flucht nach vorne. Von der Seite kann sie dann niemand bestrafen. Die letzten Torpedos hier noch der Kleber gehen leider vorbei. Natürlich leider für die Kleber. Und die Z52, das miese Luder, sollte vielleicht mal ein bisschen spotten gehen. Da ist die Kleber wieder. Nicht zu vernachlässigen übrigens, die Kanonen der Shimakaze. Hätten sie ein bisschen besseren Reload, also nicht nur 5,74 Sekunden, könnten sie durchaus auch guten Schaden machen. Vor allem gefühlt Brandwahrscheinlichkeit mega und auch in Prozent mit 9% auf keinen Fall die schlechtesten, was ein DD zu bieten hat. Oh, und die Schüsse der Venezia, das ist etwas, das was wehtut. Die fühlt sich hier relativ sicher. Die Shimakaze war aber schon offen. Also... weiß nicht, ob das fruchtet, ob die nach vorne fährt. Alles kriegen wir natürlich nicht hier. Aber 100.000 und das schon in den ersten 7 Minuten. Wir sind auf einem wirklich guten Kurs. Und wenn die Hindenburg und die Venezia sich hier so richtig sicher fühlen, dann könnte es durchaus sein, dass wir hier die beiden auch noch kriegen. Ganz, ganz wichtig ist aber, den Abstand einzuhalten. Ihr seht hier unten die 5,6 Kilometer Concealment. Die Venezia hat sich da nicht beeindrucken lassen. Aber die Hindenburg, die hat richtig Bock. Aber die hat 6 Kilometer hydrakustische Suche. Deswegen bin ich auf den 5,6 Kilometern Concealment hier. Oh, erst in die hinteren. Habe ich aufmerksam gemacht. Näher dürfen wir nicht ran, auch wenn wir noch näher nicht aufgehen würden. Sieht tatsächlich nicht schlecht aus, als würden die hinteren zwei treffen. Und vielleicht noch der hier rechts. Ja, sieht gut aus, die ist raus. Das ist bitter. Bitter natürlich. Oh, da ist die Smolensk, hat noch die Yamato genebelt, damit sie fliehen kann. Hat sie aber nicht gemacht. Die nimmt jetzt auch guten Schaden. Da ist der Ruski-Kapitän drauf. Ovechkin oder was? Diese blauen. Alter, Kreml kann es nicht sein. Und Schaden kommt rum. Und ist raus. Wunderbar. Und hinten vielleicht noch. Vielleicht. Torpedos der Feinschimakaze. Dieses Aufeinandertreffen könnte kritisch enden. Mit der Feinschimakaze. Schaut euch einmal die Verteilung an der Schiffe auf der Karte. Das ist ja, eigentlich ist das absolut lächerlich. Was in letzter Zeit für Gefechte gefahren werden, das ist richtig, das ist übel. Das tut weh beim Zusehen teilweise. So, die Venezia hat sich gesmoked, ist aber zu nah dran. Da wirkt natürlich der Smoke nicht, da ist immer noch in der alten Feuermechanik drin. Die Kreml, da wird jetzt nach vorne fahren und die Venezia kommt hier durch. Jetzt heißt es, die Torpedo ready haben. Und er bremst wieder ab. Jetzt heißt es, sie richtig rauszuwerfen. Er riskiert es, Kettenabrieb riskiert es. Die 11.000, die sollten drin sein. Die Kleber ist auch da hinten. Eieiei, ein bisschen nach vorne. Ein einziger Torpedo reicht aus, um die Venezia zu erledigen. Er hat hinten die Shimakaze aufgeklärt. Zwei Treffer reicht zweimal. Wunderbar. 23.767. Das übrigens, was ich bei den schwedischen Zerstörern als... schwierig empfinde. Torpedotreffer schön und gut, aber die 10.700, das ist einfach weniger, Stufe 10. Ein Torpedo der Shimakaze, wunderbar. Ein Torpedo der schwedischen Zerstörer, absolut. Aber na gut, wird gebalanced über Nachladezeit, wird gebalanced über Reichweite, wird gebalanced über Geschwindigkeit der Torpedos und so weiter und so fort. Da wird man schon sehen, Wargaming hat sich mit Sicherheit was dabei gedacht. Und wir haben bei den pan-europäischen Zerstörern ja noch die Nachladezeit und die Anti-Air. Wo sind die Flugzeugträger?
dann wird es wieder sinnvoll. So, eine Salve auf die Kleberwer. Ah, wunderbar, Lemoyne, du kannst Gedanken lesen. Und unsere Schimakase fährt jetzt natürlich dahin, wo es noch was zum Holen gibt. 180.000 in Minute 10. Die Teams sterben gleichmäßig. Unsere Lemoyne hier, die Schimakase, wird nicht überleben. Also, die Lemoyne wird die Schimakase hier erledigen. Sie wird das nicht überleben. Da habe ich einen ganzen Satz ausgelassen. Hier Überwachungsradar. Ja, wunderbar. Muss natürlich aufpassen bei den Torpedos. Nicht, dass die Schimakase überlebt, aber dahinter ist noch die Moskwa. Ausgezeichnet. Jetzt haben wir quasi freie Fahrt. Nichts, was uns aufdecken kann, außer eine Wusta, die wir aber früher spotten können und dann schnell wieder außerhalb der Reichweite des Radars sind. Darf nur keinen Fahrfehler machen. Inseln immer gut vermeiden, dass wir hier nicht auf 3 Kilometer zu einer Wusta ranfahren oder auch auf 5,6 Kilometer. Dann haben wir nämlich ein Problem. Das Radar der Wusta geht extrem lange. Kurfürst kommt nach vorne. Das wollen wir. Nur noch B erobert haben, das bräuchten wir. Warum? Weil der Kurfürst dann aber straight, oh, da kommt fette Beute. Kurfürst und Montana. Ja, das ist ein bisschen ein Problem. Die Ansicht mit den Torpedos, die kriegen wir nämlich so nicht. Das geht leider nicht. Tut mir leid, das wäre noch schön zu sehen und das war es auch mit der Yamato, oder? Nein, die hat gegen. Die hat hochgehalten. Schade. Aber 237.000. Aber fette Beute kommt hier Richtung B. Wäre B unser, würden die sofort reinfahren und versuchen es zu erobern. So müssen wir hoffen, dass der Fuxi einen anderen den Weg abschneidet und sie dann gemeinsam mit ihm reinfahren. Einfach durch die Mitte, weil das schneller geht. Das wäre noch schön. Team Rot ist vorne. Wie gesagt, 6 Minuten 4. Team Rot gewinnt jetzt eigentlich. In 30 Sekunden haben wir mehr. Mehr Torpedos, mehr potenziellen Schaden und ja, die Moskwa und die Montana, die schießen. Ah, okay, aber bringen sie zum Abdrehen. Das ist nicht so beabsichtigt. Ich würde sagen, die schießen drauf, die winkeln an. Das bedeutet, sie zeigen fette Breitseite zu uns und das machen sie jetzt auch wieder. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nur die Montana lässt sich nicht davon beeindrucken. Oh mein, man kann nicht alles haben. Zwei Kurfürsten, einer davon wird doch sicher hydrakustische Suche. Oder anhaben. Die haben doch sicher hydrakustische Suche. Wir werden sehen. Wie viele Torpedos... wir sind in der Challenge. Wie viele Torpedos kann ich mitnehmen? Ah, Hydro ist an. Das ist das, wovor ich gewarnt habe. Ja, das hilft da leider nichts. Das, wovor ich gewarnt habe bei der Hindenburg. Zumindest das ist wirklich gemacht worden. Und ein Torpedo hat den großen Kurfürsten noch getroffen. Blutung 300.000. Wahnsinn. Ja, 6 Kilometer hydrakustische Suche. Ist egal, ob man 5.6 aufgeht. Gefahr ist im Verzug. Wenn man mit zwei Kurfürsten nebeneinander fährt und dann nicht aufmacht und es sieht aus, also nicht hydrakustische Suche startet, dann ist man selbst schuld. Und es sieht tatsächlich aus, als würde ein großer Kurfürst noch rausgehen. Er ist aufgefahren, kann ich heilen. Oben tickt es rechts, wir sind bei 306.000. Die Montana nimmt auch einen Torpedo mit in die Schnauze. Wassereinbruch. Wunderbar. Das bedeutet, der nächste in 11 Sekunden, der geht vielleicht wieder auf die Montana. Und dann nehmen wir noch Wasser ein, also Wassereinbruchschaden mit. Ah, momentan 320.000. Wir nähern uns der magischen Grenze der 390, langsam aber stetig. Und wie gesagt, natürlich, die Monty ist das nächste logische Ziel. Man muss auch sagen, man hätte es schlimmer treffen können mit den Gegnern. Also deren Fahrweise und der Teamzusammensetzung. Aber man hätte es auch besser treffen können. Überhaupt keine Radarschiffe. Überhaupt keine Venezia. Vielleicht keine Smolensk. Keine oder wenig andere DDs. Ich glaube, wir dürfen uns hier eher weniger beschweren. Kommt hier einer? Na, leider nein. Leider nein. Wir dürfen uns eher weniger beschweren bei dieser Teamzusammenstellung, bei dieser Fahrweise des Gegnerteams. Und, ganz, ganz wichtig ist, man kann nur hohen Schaden machen, wenn auch viele Trefferpunkte im Spiel sind. Wir haben zwei Kurfürsten, wir haben zwei Yamatos. Es wird nur noch ein Kreml fehlen anstelle der Montana, aber die Montana hat dankbarerweise auch auf Trefferpunkte geskillt, damit sie 99.800 Trefferpunkte hat. Grüße gehen raus, vielen lieben Dank. So muss das. Das ist proaktive Unterstützung für unseren Kettenabrieb. Und der große Kurfürst, der sieht so aus, als hätte er richtig Bock
Leider sehen wir so nichts. Das ist das Problem. Einmal klicken, damit wir hier wieder normale Sicht haben. Leider sehen wir das nicht. Der große Kurfürst würde bespaßt werden. Die Kamera ist falsch. Die schaut genau in die andere Richtung oder von außen. Und es sieht so aus, ja, der hat richtig Lust. Der hat richtig Bock. Habt ihr das gesehen? 34.000, das müssen immer zwei Torpedos gewesen sein, zusammen. Das wären 46.000 minus der... Oh, und da hat die Z-52 auch was gemacht. Minus dem... Der Verminderung durch Torpedoschutz. War das bitter. 388.000. Noch 4.000 für den Damage Record. Der wahrscheinlich nicht angezeigt wird. Ich habe keine Ahnung, wie viel Spiel der Kettenabrieb hat. Mal schauen danach vielleicht. Jetzt wird es natürlich kritisch. Wir haben zwar noch einen großen Kurfürsten. Aber da oben haben wir... Ja, geschützt eine Wuster. Und dann haben wir hier noch eine Smolensk. Wir werden doch jetzt nicht zur Smolensk fahren. Der Krake ist da eher nebensächlich. Und die Smolensk hat relativ wenig an Trefferpunkten über. Warum nicht Wuster? Ah, der Kurfürst wird hier Breitseite abgefahren. Ah, das ist Smolensk, 600. Das ist ja so gut wie nix. 2 Minuten und es gewinnt immer noch das Gegnerteam. 3 Minuten. Can you explain what are you doing on sea? Die ist wahrscheinlich zurückgefahren zum Wundenlecken. Ja, die hat natürlich die Makase erledigt. Oh, jetzt Gunfight. Ja gut, das passt. Dann muss nur einer treffen oder zwei. Zwei, passt. Ein Durchschlag, einmal zerstört. Sehr gut. Dann noch Kill Nummer 6 geholt. Wie gesagt, der Kraken ist eigentlich nebensächlich. Vernichtender Schlag. 3-mal. Das Großkaliber hier oben. Wahnsinn. Und jetzt mit Speed Boost sofort runter zu A. Dort unten wartet noch eine Wuster. Die muss raus. Ansonsten ist es kein neuer Damage-Rekord. Wie gesagt, 392.000 und ein paar kleine Pünktchen noch dazu. Wird es am Ende vielleicht genau an diesen Kranken, dass der Damage-Rekord nicht erreicht worden ist? Es ist spannend. Es ist tatsächlich gut, dass ich vorher nachgeschaut habe. Also, normalerweise interessiert mich das ja relativ wenig. Mir sind immer spannende Spiele wichtig. Aber haben wir mal eins mit sehr, sehr hohem Schaden. Bin gespannt, ob Kettenabrieb hier einmal flext dann im Chat. Oh, 389.000 Schaden. Wupp, wupp. Hör mal. Hero. Frage mich gerade, ob die Wuster ist IFAX, weiß, dass sobald B-Robert ist, es sehr, sehr eng wird mit den Punkten. Kann es jetzt von vornherein nicht sagen. Es sind noch 1 Minute 40 von der Zeit auf dem Schirm. Jetzt wird es spannend. Die Wuster wird, sobald sie Radar ready hat, Radar einsetzen. Das ist klar. Ja. Deswegen der dritte Spread auch hier für Radar und dann einlenken. Die schießt, die hat noch zu tun für gegen die Moskwa. Ja, ist aber zu spät. Und jetzt 2 Minuten 22. Jetzt reicht's. Da ist das Radar. Jetzt ist die Frage. Ne? Wir dürfen kaum rausgehen. Ja, der Smoke bringt uns halt leider nichts. Dann wird es nämlich kritisch. Oder wir nehmen sie mit den Torpedos raus. Weil die 2 Minuten 7 oder 2 Minuten 5 zählt ja nicht für die 1000 Punkte. Dahin kommen wir nicht mehr. Wir müssen es schaffen mit Team Grün. Ja, da ist sie raus. Wunderbar. Mit Team Grün mehr als Team Rot zu haben bei Ablauf der Zeit. Das wollte ich noch sagen. Wahnsinn. What the fuck, das könnte es gewesen sein. Hier seht ihr den geskillten Kapitän. Ist ein 14-Punkte-Kapitän. RPF ist mit drauf. Zur Sicherheit. Hat bei der Clever aber nichts gebracht. Da sind wir doch rein. Haben ziemlich viele Trefferpunkte verloren. Aber schlussendlich mit 420.930 den neuen Damage-Rekord. Müsste Server EU sein, oder? Oder ist das für alle Server? Da könnt ihr selbst nachschauen. Das macht mir keinen Spaß, das zu überprüfen. Aber neuer Damage-Rekord, EU-Server. Außer
Es ist noch jemand dabei, der nicht aufscheint. Zumindest von allen, die aufscheinen. Ein Kettenabrieb scheint noch nicht aus. Müssen wir schauen. 27 Torpedo-Zieltreffer. 7 zerstört. 17 Wassereinbruch. 1 erobert. Ein kurioser Anfang. Ein souveränes Midgame. Und dann am Ende nochmal knapp. Das hätte vielleicht Probleme machen können, wäre Kettenabrieb rausgegangen ist. Und mit einer Teamwertung von 4783 Base XP. Das sind 3000 Base XP mehr als Platz 2. Krasser Scheiß. Krasser Scheiß. Wie gesagt, es müssen viele Faktoren zusammenspielen. Vergesst das nie. Ein Sieg ist immer wichtiger als Schaden. Wenn beides Hand in Hand geht, dann ist geil. Dann macht das Spielen auch Spaß. Kann aber auch Spaß machen, wenn man verliert. Kettenabrieb, Dankeschön fürs Einsenden. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch diese Art der Videos gefällt, schreibt es mir in die Kommentare. Vielleicht senden dann manche Leute wirklich diese Damage Hunter, also Platz 1 Hunter Videos ein. Dann können wir vielleicht in eine Woche mal nur Damage Rekorde zeigen. Wer weiß das schon. Ich sage vielen Dank und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Ciao.